drauf. Ich finde das eigentlich so ganz gut. Was? Wieso fliegt Tori mit mir herum? Nehme ich mal meine Waffe runter. So, ich guck nochmal. Vielleicht geht's ja mittlerweile. Leider nicht. Fühlen Sie sich hier sehr wohl? Sehr wohl. Tut Ihnen keiner was. Ja, das ist jetzt. Wollen Sie mit der Polizei anlegen oder wollen Sie wieder abhauen? Ja, wir können ja eine Forderung stellen. Knacken bringt doch jetzt nichts, oder? Ja, funktioniert ja nicht. Nehmen wir dadurch, Dalukat als Geisel. Mentor Bescheid, dass die Bank jetzt gehört, dann werden sie auch anrücken. Genau. Ja, mach das mal einer, das ist eine gute Idee. Aber mach das irgendwo hinter dem Gebäude, weil ihr seid sonst. So, ich schreibe jetzt mal, wir haben die Bank besetzt. Hier, was wollen wir? Wollen? Lösegeld. So ein. Ghosthawk oder so? Oder, ja, oder ein Strider? Strider, ja. Ja. Wir wollen. Zwei Strider, das muss ich auch lohnen. Zwei Strider. Genau. Ah, und zwei. Und 250k oder so. Zwei Strider und 200k. Da kommt noch einer über die Brücke gerade. Ich guck da mal. Ich glaube, das ist Swiper. Bin mir nicht sicher. Müssen wir mal schauen, was der Kollege da will. Ah, jetzt rennt er wieder zurück. Ja, ist ja gut so. Hat ja nicht so funktioniert. Das Schwein, ich habe immer Angst, dass sie hinter die Hintertür kommen irgendwie so. Muss ja echt aufpassen. Vielleicht tauchen die hier auch irgendwie auf. Ja, da habe ich Angst dafür, dass sie uns hinhalten wollen, weißt du dann. Ja, das kann echt sein. Dadurch schlägst du wieder auf Waffe. Also guckt hier auch immer mal auf der Insel, dass hier keiner irgendwie hochkommt. Kein Problem, ich spotte hier sowieso rum. Und da mich dadurch nur noch nicht gesehen hat. Vor allem auf die Brücke im Blick behalten und auf den Heli auch. Ja, der Heli ist gerade in der Luft hinter der Bahn. Ja, ich hab den auch gerade im Blick. So, ich hab's geschrieben. So, ich hab geschrieben, wir haben die Bank besetzt, wir wollen zwei Strider und 200.000 auf die Kralle. Vorher ziehen wir hier nicht ab. Schauen wir mal, sollen wir es mal ein bisschen aufteilen oder so? Irgendwie. Ja, es wäre schon besser. Ich denke so, hier ist es ganz dumm, wenn wir hier so bleiben. Wo ist denn Dalukat jetzt hin? Wahrscheinlich jung, oder? Keine Ahnung. Schau mal raus. Okay. Chill mich mal vor. Seid ihr draußen? Ja. Ich bin mal rausgegangen jetzt, ne? Ich geh mal in das Blechhaus rein. Ich geh auch raus. Mal kurz. Und ich sag mal, der Heli soll wegfliegen. Ja. Ja, dadurch. Ich hab Anne gespottet. Anne und Herr Blaze habe ich gespottet. Wo sind die? Die sind rechts neben den Turm in Gebüschen. Blaze rennt jetzt weg übers Feld. Anne rennt Richtung Turm. Ja, wahrscheinlich Sniper, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich schieß gleich zweimal auf den Heli oder so als Warnschuss, dass die wieder wegfliegen. Gut. Oh, das ist super, Leute. Der erste Überfall. Und ich bin top. Anne kommt jetzt über die Brücke rüber. Also, was sollen wir machen? Brücke zu. Ja, Feuer frei, oder? Nee, du. Nein, ich auf Anne. Die sind ja angeblich freundlich. Okay, also texten wieder, dass wir nichts tun, oder? Soll ich texten? Ja, schreib mal, wir tun ihnen nichts und dass wir der Polizei eine Forderung gestellt haben. Bevor die nicht erfüllt ist, gehen wir hier nicht weg. Ja. Ist ein Schreiber, kannst du rüberkommen? Ich krieg jetzt eine Nachricht von einem Admin. Ich bin verhandeln nicht mit Terroristen. Was? Von wem? Von Viper. Direkt erschossen worden. Von wo? Polizist Viper? Dalukat hat Viper aber auch getötet. Hey, von wo? Sehr gut. Keine Ahnung. Alter, ich war instant tot. Ja, wieso macht man auch sowas? Das verstehe ich gerade auch nicht so ganz. Das war jetzt irgendwie Random Deathmatch, oder? Sorry, so aber Viper hatte ich vorher im Visier, aber ich weiß nicht, wo der. Nee, da weiß ich ja nicht. Wieso? Ich habe mal geschrieben, der Anne, dass wir friendly sind und dass wir der Polizei eine Forderung gestellt haben, aber dass sie vorsichtig sein soll, weil bereits geschossen wird. Und wieso kann man nicht beim Rebellending spawnen? Na, oh, irgendwie kacke. Na, scheiße, ey. Kommt die Anne jetzt rüber, wisst ihr das? Keine Ahnung. Versuch noch immer hier den Viper zu spotten, damit ich den endlich abknallen kann. Schieß jetzt auf den scheiß Heli, Alter. Wo ist der Viper? Ich hab keine Ahnung, das ist das Problem, ich weiß nicht. Ich habe ihn vorher bei den Gebüschen hinter. Wo ist der runter?
Schieß einfach mal auf den Heli. Ja, einfach auf den Heli schießen. Wie ist dir das mal? Meine Position ist noch entdeckt worden. Ich mal hier. Ich glaube, mit Hackt einfach irgendwelche Leute abzuknallen. Warte, Zivilist, Herr Blaze. Herr Blaze habe ich schon wieder gespottet, aber ich finde einfach Dings nicht. Ich find Riper nicht. Kapuze, zieh die ab. Hast du geschrieben an ja, TT? Ja, ich hab da Anja geschrieben, dass wir friendly sind. Hast du auch geschrieben, dass wir eine Forderung an die Polizei gestellt haben? Ich geschrieben, dass wir friendly sind und sie können rüberkommen, wir sind friendly, haben eine Forderung gestellt. Und, aber sie soll aufpassen, weil wir bereits geschossen werden. Ja, wir haben ja einen Kopf schon umgelegt. Ich höre schon wieder Schuss. Ja, es kommt von der Brücke. Ich weiß nicht, von wo. Brücke, auf meiner Seite sehe ich ihn leider nicht, sorry. Wo standest denn du, Santani? Ich stand hinter so einem Busch. Okay. Der Hubschrauber ist aber immer noch da. Ja, es ist nervig. Also ich schieß nochmal. Einfach nur ein Hit war, das war einfach tot. Ich habe auch keinen Schuss oder sowas gehört. Ja, er hat einen Schalldämpfer drauf. Aber dann war der ja auf der Insel. Ich hab auch die Angst, dass er dort ist. Der muss. Ach nee, der wurde ja erschossen schon, ne? Nee. Dalukat wurde erschossen. Eben vom Viper. Auch von Viper. Von der Insel. Ja. Wo war denn der? Scheiße. Ich weiß nicht. Der ist sicher auf der Insel schon. Ich sehe ihn, Ifrit. Wo ist er? Jetzt hinter dem Turm mit Ralfinger. Okay. Kommt jetzt zur Brücke hin. Jetzt regnet es auch noch super. Ja, bei mir auch. War wohl nichts mit keinem Regen. Ralfinger kommt jetzt über die Brücke. Okay. Soll ich ihn schreiben? Ich weiß nicht. Ich schreibe mal. War Ralfinger, oder? Ja. Ja. Komm gerade mit dem Schreiber. Warte, ich habe eine Message von Dalukat. Komm, wir holen euch da raus. Steigt in den Ifrit, der gleich kommt, hat der Dalukat geschrieben. Das glaube ich irgendwie nicht, aber gut. Ja, komm, wir steigen einfach mal ein, komm. Du bist zu gutherzig. Was wird uns denn. Das wird uns alles kosten, ich sag's dir. Nur wegen Philipp werden wir jetzt sterben. Dankeschön. Merkt euch's, Leute, wir sterben jetzt wegen Philipp. Ich schreib's mal da, Luca. Ja, steigt's ja auch ein, oder was? Ja, ich komm schon. Ich bin schon drin. Meine Freunde kommen. Ich glaube euch das mal. Können eine Abholung bei Atira etwa. Ich kann ihm sagen, dass ich jetzt gleich hier bin. Ich habe ihm mal geschrieben, ja. Wir glauben euch das mal, danke euch. Oh, da schießt er. Nee, das war. Warte, hä? Ihr eine Idee, warum die Polizisten einfach mal anfangen zu schießen? Für ein Auto in Atira. So Leute, die Hunde sind jetzt mal da raus. Wir haben auch beobachtet, dass wir genauso wie wir von der Polizei erschossen wurden. Ja. Wir machen uns hier nicht mal einen Rufe raus, es war so gefährlich, da persönlich reinzukommen. Wir werden auf die Italien hier reinkommen, aber hol ich erstmal weg hier, okay? Ja, einer ist Dankeschön. Noch vor uns auf der. Einer ist noch vor uns auf der Insel. Warte mal. Wer ist noch auf der Insel? Oder? Nee, ist er nicht. Nee, das ist Santani. Nee, Santani wurde getötet. Nee, bin tot, ja. Wir sind alle drin. Also ich hatte vorhin den Viper im Visier, aber irgendwie hat sich der irgendwo verdrückt. Ich weiß auch nicht. Guten Tag, der Herr. Nee, das habe ich verwechselt. Das war der vorhin gestorben ist. Wir sind alle hier. Wurde gerade Mies getötet auf der Insel von der Bank. Ja. Aber unser Heli steht ja doch dort, oder? Ja, lass den stehen. Ja, können Sie mich da irgendwie in die Nähe hinfahren? Bitte mal ins Gebäude rein. Sollen wir das wirklich machen, Leute? Ja, ich kann nicht ausschauen. Wir vertrauen denen mal. Mal gucken. Okay. Ja. Haben Sie noch. Ich hab gar nichts gerade. Ich geh aufs Dach. Zumindest das erste Stockwerk. Guck mir mal einen Rucksack. Okay, passt gut. Ihnen auch, danke. War einfach mal so ein Zivilist, keine Ahnung. Freezy oder so. Diese korrupten Polizisten, die einfach auf Zivilisten schießen, ey. Mann. Ich habe ein bisschen Angst, so. Keine Ahnung warum. Mann, ey. Danke, so und dir. Rechnet, ich sterbe als erstes. War ja klar. Bisschen zu schnell, Klamotten vom Regen, blöd, aber sonst gut. Keine Ahnung.
Ja, aber die haben mich einfach umgehauen, ich konnte nichts machen. Ja, eben. Unser letzter Kollege wurde erschossen. Halt, ich hatte vorher Viper im Visier und dachte so, ich mach lieber mal nichts. Wo war der denn? Den haben sie aussteigen lassen, dort beim in der Nähe vom Haku. Alter, der hat mich mit einem Schuss einfach mal weggebasht. Ja. Ja, die 50er wahrscheinlich. Warte. Du bist doch geschossen, schön, oder? Ich seh ihn. Der ist noch dort. Verdammte Scheiße. Wer, der Viper? Ja, der war da gerade noch. Ja. Der war da gerade noch. Ja, ich weiß nicht. Den habe ich jetzt, du siehst, wo wir alle hinsehen, oder? Ja. Genau, da ist er. Bei der komischen Kreuzung da. Da hinten, ja, da rennt er. Wo? Schießt er im Wasser, ist doch im Wasser, oder? Ja, da hinten am Wasser. Ja, er ist im Wasser. Ja, zieht ja den Sniper, Leute. Ja, nice. Ich werde gekillt. Sehr schön, sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Ja, dadurch. Wieso habe ich einen von euch getötet? Ey! Was? Wer hast du umgebracht? Anscheinend, lol. Ich habe dadurch getötet. Wieso? Viper ist aber tot und du hast dadurch getötet. Oh nein! Wie hängt man denn jetzt da? Scheiße. Das war, glaube ich, gerade nicht so gut. Ich hab auf Viper gezielt, sorry. Ja, du hast aber dadurch getötet, mein Outsider. Ja, genau, das ist eine Lüge. Das war ein Trugbild oder so. Oh, kacke. War nicht so gut, Leute. Ich glaube, Outsider hat's mit den Augen. Ah, ne, du bist auch hier. Ist es bei euch auch so, dass die Leute wahnsinnig leise sind? Ja, das ist weil wegen den Effekten. Der Regen muss noch raus, aber... Okay. Ich kann nicht zu laut stellen, weil dann versteht man euch nicht, und ich kann nicht zu leise stellen, weil richtig, dann versteht man die anderen nicht. Das ist... Genau. Oh, kacke, Alter, ich hab da nicht getötet. Aber was ist jetzt mit Viper? Ist der auch tot? Ja, der ist, ja, der ist auch tot. Okay. Durchgehend eine rote Kette. Okay, ich werde jetzt gleich von einem hier einen Artierer abgeholt. Auf was warten wir jetzt eigentlich, wenn ich fragen darf? Der fährt mich dann hoffentlich wieder da runter. Auf was warten wir jetzt wirklich hier? Keine Ahnung. Wo seid ihr denn jetzt eigentlich gerade aktuell? Herr Crabspawn, auf was warten wir? Seid ihr immer noch auf dieser Insel da unten? Ach so, wenn ihr... Ja, dann weiß... Hallo? Okay, da ist gleich so ein Haus in der Straße. Ja, das auf was warten wir jetzt? Dass wir entscheiden, was wir mit Outsider machen. Wir müssen entscheiden, was mit Outsider passiert. Hey! Einer unserer Kollegen getötet. Der Outsider ist ein ganz, netter. Er hat's mit den Augen, ja, und dann noch die Ghillie-Suit, dann hängt so ein bisschen Grünzeug vor den Augen und dann sieht er nicht so gut. Ich hoffe, du bist nicht so gut. So, ich köpfe mich einfach mal gerade kurz. Wir wollen Vergeltung. Ich bin ein Wookie, lass mich in Ruhe, ich bin der Letzte meiner Art. Leute, wir bleiben später mit okay, euch. Okay, ich werde sogar mit dem Heli mitgenommen, nice. Was soll er? Okay, ciao. Gehen Sie? Ja. Was machen wir jetzt? Ich wollte gerade sagen, was machen keine wir Ahnung. Jetzt? Keine Ahnung. Dann gehen wir zurück, holen uns den Hummingbird. Ja, oder? Das würde ich auch sagen. Wow, das war jetzt total umsonst, dass wir hier hingekommen sind, aber gut. Ja. Komm, wir laufen schnell. Wollen wir uns treffen am Flughafen oder wo? Lassen Sie den Ifrit hier stehen? Ja, der ist offen. Wollen wir ihn klauen? Was ist dazu? Nee, warte. Warte noch kurz an, wir können mal fragen, ob sie den wollen, ob wir uns ausbauen können. Ja, eben haben sie zugemacht noch. Gerade eben jetzt, oder was? Ja, ich glaube schon. Deiner drin? Ja, eben ja auch. Da ist noch ein. Dadosch. Dadosch ist es. Oh, sorry. Herr Dadosch? Sorry. Tut mir leid. Er hat Angst vor dir. Sie brauchen keine Angst zu haben. Leid. Was war das? Warum? Ja, tut mir leid. Sorry. Es tut mir so leid. Bitte tu mir nicht weh. Mach's ihm was Gutes zum Essen und dann passt es schon. Ja, ich schleck dir auch die Füße ab von mir aus. Oh, ich hab jetzt ganz die 30 Minuten vergessen, ey. Ja, egal, schneiden wir zusammen. Ja, okay. Okay, wieder ins Auto und zurück zum, oder was? Fahren, nehmen wir uns mit. Er steigt einfach da ein, nee, normalerweise nicht, oder? Achso, okay, na gut, dann steig ich jetzt wieder aus. Nee, okay, der hat zugemacht. Nicht, er hat zugesperrt. Oh, Alter! Dadosch, mach mal das Auto auf! Ich bin doch im Auto. Kannst du mich rauslassen, bitte? Oh, Mann. Ralfinger, oh, nee. Was? Der hockt da drin. Fängt. Danke! Duffy, Duffy ist dort hinten. Komm, dann laufen wir mal ein Stückchen. Ja,
Was? Ja, der Kapuzenwurm, ich weiß auch nicht, der schlüpft in alle Löcher. So ein komischer Wurm. So bin ich. Ein ganz komischer Wurm. Aber danke dir. Ist ja nett gewesen. Ciao, ciao. Leute, immer sauber bleiben, ne? Hier. Genau. Ciao. Immer sauber mit Kokstielen. Ich meine, ja, egal. Tschüss. Ciao. Auf zur Bank. Okay, gut, dann. Da raub mal die Bank aus, wa? Wieder? Genau. Ja, klar. Wir haben es ja noch gar nicht ausgeraubt. Es ging ja noch. Ja, aber wollen wir es wieder versuchen? Ja, wir können ja mal gucken, ja, wenn wir schon da sind, ne? Ja, Safi, wie sieht's bei dir aus? Was wie jetzt? Da ist doch gar keiner. Wer ist ein Krisator? Genau. Krisator HD Freaks Texte. Diesen auch nicht. Einfach mal googeln. Googeln. Warte, schnell mein Handy raus. So in-game. Wenn wir stirbt, kann man den nicht looten, oder? Krisator. Wenn wir stirbt, kann man den nicht looten, oder? Nee, leider. Ich muss ernsthaft. Alter, jetzt habe ich mir alles verloren. Philipp. Oh nein. Du kennst ja deinen Flinders, oder? Vom soll ich dir ein bisschen Geld geben? Den kenn ich. Ja, ja, ich hab noch du. Geld, das ist jetzt kein Thema, aber ja, meine ich trotzdem ja. Mega ärgerlich. Ja, klar. Der hat bei seinem Arma-Profil ein Bild hinzugefügt und in jedes Auto, das er einsteigt, ist das Bild vorne drauf. Das ist so geil, ich muss heute noch finden, wie das geht. Echt so cool. Ist total geil, weil einfach so auf dem Heli oder so, einfach auf der Seite statt dem normalen Logo, eben das Bild von ihm ist. Warte mal, ich trinke kurz mal was, dann renne ich auch wieder schneller. Echt? Ist es so? Ja. Ja, das ist voll geil. Ein Red Bull musst du trinken. Okay, hab ich nichts. What the fuck? Achso. Egal, ich hol's mit. Oh, da ist es explodiert! Ey, der Luft, der Heli! Wo war das da? Da oben, lol. Jonas? Hallo, Jonas. Kurze Verspätung. Hallo, Kapuzen, Game Rookie. Kannst du schon mal aufnehmen? Oh Gott, der Heli. Ja, das ist, weiß ich, dass ich aufnehme. Wer hat den Heli runtergeknallt? Keine Ahnung, was das war. Was cool aus auf jeden Fall. Ich bin etwas spät dran, glaube ich, ne? Guten Tag, der Herr, ich steige jetzt bei Ihnen ein. Wie spät ist es denn? Oh, oh cool, er hat mich einfach mal so ein Typ abgeholt. Nicer Boy. Nimm nicht zufällig. Habe ich was verpasst? Haben Sie irgendwie zufällig eine Waffe für mich? Ja, wir haben gerade versucht, die Bank zu überfallen, aber da wurde mir nichts raus. Return to formation. Voll die Action. Das wäre cool. Da wurde nämlich Zantani gleich mal geheadshottet. TT hat uns geholfen. Können Sie mich zum Rebellen-Outpost. Outsider hat dann unsere Verbündeten umgebracht aus Versehen. Alter, was kann passieren? Geht denn hier? Soll ich mal probieren, ob wir die Bank ausrauben können jetzt? Ja, mach einfach. Ja, probier. Ich verstehe hier gerade gar keinen. Geht sicher, oder? Ja, mute dich einfach, wenn du mit jemandem redest oder so. Okay, warte. Ich hab 7000 ausgehoben. Wahrscheinlich schon Santani, oder? Ja, wahrscheinlich. Aber direkt vor dem Gebäude. Ach, letzte Folge sind wir doch verreckt, oder? Ja, cracks. Oh, genau. Da müssen wir noch Sachen kaufen. Na, kacke. Geht noch nicht. Das ist doof. Was soll man dann machen? Geht's nicht? Ja, wir können, wenn nicht. Ne, warten bringt jetzt auch nichts, oder? Nee. Ich glaube, das läuft irgendwie, je nachdem, wie viel Geld ein- und ausgezahlt wird oder so. Und dann kann es irgendwann. Ja, dann lass uns wieder zurückfahren, oder? Holen wir Zetani und dann überlegen wir. Genau, wird auch so. Geht's doch immer nicht. Wo soll ich spawnen? Atira. Ja, Atira. Ja. Okay. Dann holen wir euch da ab. Okay. Wieder zurück. Kommando zurück. Wieder zurück. Wo ist der Herr Outsider? Ich komm nicht rein. Ja, ich komm schon. Bist du gesperrt? Warte. Jetzt ist es anders. Habt ihr jetzt. Jetzt, okay. Bin unterwegs, lass dir Zeit. Sehr gut. Bin überhaupt nicht geschnitten. Ich bin auch nicht der Schnellste. Hey! Nein! Ja, sorry, ich hab... Ich hab auf der Map was markiert, da musst du ja auch Shift drücken. Da. Warte, ich muss erstmal wieder die Audio... Genau, das wollte ich auch sagen. Wurde da was geändert beim Server finden? Nee, du musst einfach nur die IP-Adresse eingeben. Die steht auch, glaube ich, im TS, oder warte? Skype. Wo muss ich denn die IP bei Host oder was? Nee, bei unten Eingabe oder sowas steht rechts. Rechts oben. Links steht der Filter und rechts unten steht irgendwo Eingabe. Ja, die IP, die schicke ich dir jetzt nicht in der Aufnahme. Sorry. Nee. Ja, kommt ja keiner drauf. Ja, aber trotzdem. Test. Sagt er noch, ist das Passwort? Ja, egal. Das alles an. Mal. Ich glaube, das ist ja alle. Passwort rückwärts, ne? Wie weit steht das? Hat der Rebellentyp auch was zum Essen und zum Trinken? Nee. Okay. Braucht was? Das. Ja. Ja, wir landen jetzt nach Tira, da ist doch. Ach gut, ja. Braucht man was. Läuft.
Ja, ich fand's mir schade, dass ich so wenig geredet habe. Ich meine, der Herr. Wer war das da so? Ich habe jetzt hier eine Crew getroffen in Atira, die fliegen mich jetzt zum Rebellen-Outpost. Und die wollten mir 1 Million anbieten, dass ich als Geisel sage, spiele, und die wollten die Bank überfallen. Das heißt, er wird gleich nochmal über mehr hinkommen. Ja, dann gehen wir wieder hin. Sind das die TT-Leute? Nee, das sind hier andere noch. Kysator und die. Warte mal, ich kann Kysator mal grad gucken, wie die heißen. Die heißen Kysator, genau. Ja. Freeplay, Dextor. Und noch irgendeiner war da. Das ist ein Heli. Ja, das ist die. Oder was sollen wir dir hinterher fliegen? Okay. Oder wollen wir landen erstmal in Tira? Ja, die fliegen jetzt zum Rebellen raus. Ja, gut, da dann fliegen wir auch. So, ihr braucht was zu essen, genau. Ja, aber das ja, hast du was oder so? Die haben auch angeboten zu kooperieren. Ja, ich habe auch was dabei. Ja, gut, dann kooperieren wir. Ja, was wollen wir kooperieren? Fliegen wir nicht oder rein. Wir können die hart ausrauben. Ja, das könnten wir danach. Wir können die jetzt einfach überfallen, oder? Aber dürfen wir das am Rebellen aus dem Posten? Nee, ne? Ja, nee, da ist Safe-Zone wegen ATM. Sicher? Ja. Kann man die Polizei fragen, ob der Rebellen aus dem Posten ein Ding ist? Fragt einfach mal einer. Polizei. Okay, warte. Der Mentor muss es ja wissen. Ja, der muss es echt wissen. Wie lange nehmt ihr noch in etwa auf? Also lohnt es sich, dass ich meine Aufnahme starte oder soll ich einfach nur drin zocken? Das musst du entscheiden. Ja, wenn ihr jetzt noch 10 Minuten spielt, dann wird es ja nicht lohnen oder so, aber. Ich weiß nicht, also ich wollte immer 30 also Minuten cutten, aber die ersten 30 Minuten habe ich schon verschwitzt, also würde ich bei einer Stunde mal cutten. Wenn das in Ordnung wäre. Sagen wir so, wir haben 9:30 angefangen circa. Jetzt ist es 9:15, das heißt, ich bin circa noch bis 10:30 da, da muss ich echt los. Weil ich unternehme heute noch was mit Kollegen und das habe ich ihnen versprochen, weil heute Ostern ist und ja. Ja, ist ja, klar. Ja, cool. Ja. Mal gucken, 1-2 Folgen kriegen. Gut, ich habe jetzt die Polizei angeschrieben, ob man beim Rebellenaußenposten jemanden überfallen darf. Und warten. Okay. Haben die schon geantwortet? Wäre nicht. Ja. Okay. Ja, dann würden wir die natürlich ausnehmen. Na klar. Wir haben auch 1 Million angeboten, weil die müssen ja dann schon anscheinend Geld haben. Ja, dann sage ich ihnen, sie sollen die 1 Million abgeben und dann. Und dann würde ich als Geisel gehen, dann zahle ich dir schnell und hab die übelst verarscht. Boah, das ist richtig. Oh, die sind die oder was? Wie sind die erst da oben? Nee, die bremsen da unter und ja, da okay, ist die, ja machen, schon. Die machen ja auch keinen Looping beim Bremsen. Also. Macht ja auch nur der Philipp. Die haben noch Noobs. Ja, genau. Die machen keinen Looping. Wirklich schon. Die haben nicht mehr. Was das Helium betrifft. Ja, hier ist das Rebellen-Ausbau. Hier ist es. Genau. Geht da oben alles gleich? Warte, ich gebe dir kurz mal ein Hasenfleisch und so einen Kack. Geht das im Auto? Also im Hubschrauber? Siehst du ja. I oder was? Z. Ah, scheiße. Ich hab's gerade geused. Hey, wäre gut, wenn uns Mentor mal zurückschreiben würde. Ihr seid jetzt ein Atira, richtig? Nee, wir sind jetzt beim Rebellen-Außenposten. Wir können nicht da abholen. Wir fliegen gleich hin. Okay. Gut, dann. Ich rüste mich gerade mal wieder aus. Ich bin dann irgendwo. Hallo, der Herr! Ich verstehe den gar nicht. Ja, warte. Wir verstehen dich nicht. Hallo. Ja, ist doch alles in Ordnung. Wir tun euch ja nichts. Es ist hier so laut, ich verstehe gar nichts. Ich brauche mal Waffen runter. Wir haben ein bisschen Panik gehabt, dass wir uns vielleicht attackieren wollt, umsehen wollt, whatever. Nee, wir sind auch alles Rebellenkollegen. Das ist doch alles in Ordnung. Okay, gut, ja, Moment. Ach so, nö, wir tun euch nichts. Wir gehören nur alle in eine Gang. Also zur Taniel B gehört auch zu den Schnicken. Boys. Boys, danke. Klar, immer, gerne. Wir nehmen euch dann so aus. Okay, Jungs, wollen wir dann vielleicht zusammen die Bank ausrauben? Ja, klar. Das wollten wir gerade machen, aber. Aber das hat gerade nicht funktioniert mit dem Banküberfall. Okay, ja, ist klar. Nein, wir kriegen 100%. Herr Kysator? Dann würde ich mal sagen, fliegen wir zusammen los. Herr Kysator? Okay, machen wir. Okay, dann alles dann 50-50, sobald wir das Geld haben. Gut. Nein, wir bekommen 100%. Also die Problematik war, wir waren eben schon bei der Bank und es war nicht genügend Geld im Tresor, dass wir die Bank ausrauben konnten. Immer nach Kapuzenwurm. Aber ich habe es eigentlich schon gegeben. Im Z-Menü. Im Z. Wenn wir vielleicht eine Übernahme machen. Nicht ausrauben. Ja, das haben wir auch gerade versucht, aber das wurde auch nicht so wirklich was rausgeworden. Aber das wird uns nicht viel bringen. Da wird wieder einer weggesniped. Lass uns doch irgendwie eine andere Stadt oder so besetzen. Was bedeutet, dass wir jetzt nicht so krass Chance haben, was Krasses zu reißen.
ihr Machtverständnis einen meiner Leute, weil die nicht wissen, dass sie mit euch kooperieren, als Geisel zu nehmen. Ihr nehmt die als Geisel. So, und die werden nicht mit uns rechnen. Und denken, okay, jetzt sind, wo sind die Teamkollegen von dem? Ihr nehmt ihn als Geisel, weckt ein Haus, macht Forderungen, die Forderungen wirklich dann laufen, sagt dann denen, hey, wir wollen die und die Summe haben in 10 Minuten. Sie müssen ja dann auch aufbringen. So, und sollte es dann wirklich zu Komplikationen kommen, kommen wir dann unterstützen an euch. Was sagt ihr dazu? Es hört sich gut an. Wollen wir es vielleicht gerade so machen, dass ihr bei uns in die Gang kommt, dann verstehen wir euch auch besser. Genau. Alles klar, gut, können wir machen. Moment, wollt ihr vielleicht sogar in den TS kommen? Oh, ach, scheiße, TS. Puh. Das wird, ja, also, nee. Könnt ihr auch hochkommen? Bei welchem Seite? Nee, bei welchem Rebellenlager? Wir wollen ja noch ausnehmen, deswegen. Eben, deswegen, ja, ist ja doof. Ja, nee, ja, dumm. Doch, oder? Nein, ja. Nein, wir nehmen dich aus. Ja. Welchen Raum seid ihr denn? Hört ihr mich? Talk 4. Ja. Okay, bei welchem Rebellen Außenposten seid ihr? Bei dem in der Nähe der Sandmine. Oh Gott, okay, da muss ich weit fahren, aber das schaffe ich. Ja, wir können dich auch abholen einfach. Gleich. Ah, jetzt fahre ich schon. Sind noch 6 Kilometer. Quatsch. Ah, warte, ich habe eine Message bekommen. Ah, das war eine Massen. Bitte eine Dokumentationspause einführen. Bitte was? Eine Dokumentationspause? Aha. Das ist eine Dokumentationspause. Das ist auch alle, was gemeint ist. Was? Dokumentationspause. Was sollen wir denn dokumentieren? Vielleicht sollen wir aufhören aufzunehmen. Ja, ich glaube, das meine ich. Hallo. Hallo. Hey. Kann man nicht ausnocken? Dann. Hallo. Nee. Könnte ich mal sagen, dass wir mal kurz die Aufnahme unterbrechen? Cool, ja, ich habe ja auch nicht gerade erst. Ja, klar, ich spreche auch ganz kurz die Aufnahme dann. Okay, dann würde ich sagen, okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal und bis dahin. Jo. Tschüss. Ja, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, okay, also wir.